Hallöchen Minecraft-Freunde und herzlich willkommen wieder zurück zu Minecraft Classic. Ich weiß eigentlich gar nicht, was ich heute vorhab, deswegen würde ich mal spontan behaupten, wir gehen mal runter in den Keller. Keine Sorge, wir gehen nicht Stripminen oder sowas. Ich habe einfach mal vor, da unten einfach ein bisschen was auszubauen. Zum Beispiel diesen unteren Raum hier, weil, ganz ehrlich, das sieht so hässlich aus. Das können wir nicht so auf uns sitzen lassen. Vielleicht kriegen wir in den Raum ein bisschen Symmetrie rein. Vielleicht auch nicht. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Zuerst entfernen wir hier einfach mal die Erde. Weil die sieht ja einfach mal ein bisschen deplatziert aus. So. Da gucken wir mal. Und es gehört natürlich auch zum Hausausbau dazu, weil wer will denn schon in einem ranzigen Keller wohnen? Beziehungsweise in seinem Haus einen ranzigen Keller haben. Das kann man sehen und heute habe ich wieder so einen kleinen Sprachbug, aber den habe ich eigentlich immer, von daher kein Problem. Was ich eigentlich sagen wollte ist, wer will denn schon in so einem ranzigen Keller wohnen? Auch wenn wir hier nicht wohnen, sondern einfach nur einen Keller haben. So. Große Frage ist jetzt, wie zwingen wir dem Raum ein bisschen Symmetrie auf? Am besten gar nicht. Wir machen einfach mal die ganzen... Oh, das wollte ich auch schon mal ausgebessert haben. Da hatte ich halt nur nie Steine dafür. So, passt. Aber den Nether gehen wir mal so schnell nicht. Dafür ist mir das Tor ein bisschen zu laut. Okay, was wir auf jeden Fall mal hier ganz wegkrotzen können, ist dieser Dreck hier. So, jetzt haben wir hier 3. Und hier haben wir 3. Okay. Dann haben wir hier nochmal 1, 2, 3. Und hier haben wir nur 1, 2. Ich glaube, das ist kein großes Problem. Zumindest kann ich mir nicht vorstellen, dass es ein großes Problem darstellt. Wie machen wir das hier am besten mit der Decke? Überall nochmal eins wegzimmern. Ja, können wir machen. Ist auf jeden Fall besser, als wenn wir da wieder 100.000 Steine hinbappen. Die Produktion von Cleanstone, die kostet ja Zeit. Und ist ja auch gar nicht so billig bei unseren aktuellen Kohlevorräten. Und nee, ich möchte mich hier nicht die ganze Folge über aufhalten. Das möchte ich eigentlich nur machen, bis oben wieder ein bisschen hell wird. Aber dazu müsste man eigentlich wissen, wie weit der Tag fortgeschritten ist. Klar, ich könnte mir natürlich eine Uhr basteln. Aber in diesem Texture Pack funktioniert die aktuell noch nicht. Ich bekomme es einfach nicht hin, dass die funktionstüchtig ist. Man könnte ja... Aber muss man? Ich weiß es nicht. Okay, dafür wird es jetzt da oben wieder ein bisschen dunkler. Schauen wir mal da oben rauf. Au! Ja, da habe ich ein bisschen beziehungsweise da habe ich ja schon Au gerufen, bevor es überhaupt wehgetan hat. Was wir auf jeden Fall machen ist, wir ziehen hier eine Decke rein. Muss ja nicht immer so ein Loch bleiben. Die große Frage ist, wollen wir hier einen Holzboden verlegen oder sowas? Könnte auf jeden Fall nett aussehen. Na super. Na, okay, so haut's hin. Da ist man doch ein bisschen zu klein. Naja, komm, weg da. Auf keinen Fall irgendeinen Stein verschwenden. Das wäre ja eine Sünde. Hopp und wupp.
Und wieder dasselbe Problem. Kann ich mich da irgendwie mit Erde hochstecken? Beziehungsweise ein provisorisches Gerüst? Das klappt auf jeden Fall ganz gut. Na komm, wir sind erstmal 5 Minuten hier unten. Da geht ja noch einiges. Und der Raum sieht schon 100-mal ansehnlicher aus. Weißt du was? Oder? Nee, komm. Ich zieh da die Kante jetzt wirklich weg. Hab hier jetzt 2 Cleanstone verballert. Aber halb so wild. Schade, dass es da noch keinerlei Deko-Elemente gibt, die man da einfach hier ins Eck reinzimmern könnte. Und du verschwindest ja auch mal. Ja, da habe ich nicht aufgepasst und wieder ein Cleanstone mehr weggehauen. Uah. Nicht mehr lange, dann lasse ich es bleiben und gehe nach oben. Weil so langsam dürfte die Sonne aufgehen. Wenn der Tag nicht schon wieder voll im Zenit steht. Hier könnte man vielleicht irgendwie eine Tür reinbasteln. Wäre eine Option. Naja, dann. Gehen wir halt schon mal hoch zur Workbench. Besorgen uns 2 Türchen. Vielleicht wären da wegen dem Netzer auch ein paar Eisentüren angesagt. Aber vorerst müssen wir hier mit Holztüren zurechtkommen. Man kann nicht alles haben. Eigentlich könnte ich jetzt mal kurz schauen, ob man die Treppen wieder mittlerweile richtig abbauen kann. Das Problem ist, wenn ich die Treppe abbaue, bekomme ich nur ein Cobblestone raus. Und das wäre dann wieder ein bisschen verschwendet. Ah, okay. Ich habe mich schon gewundert, warum das nicht geht. Okay, hier ist hell genug. Ne, hier und hier. Kommst du wieder weg. Vielleicht können wir hier die Leiter irgendwie vorziehen. Müsste doch auch machbar sein. Gehst du da hoch? Okay, und jetzt kann hier zumindest keiner mehr runterfliegen. Das ist doch auch nicht schlecht. Ob ich diese Räumlichkeit hier dann auch irgendwann mal zubastle, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall reicht es so für den Anfang. Es ist ein bisschen dunkel hier drin. Vielleicht sollte ich mir irgend so ein... Tja, was denn besorgen? Eigentlich hätte ich ja vor, Glowstone in die Decke reinzumachen, aber... Daraus wird wohl nichts bei den momentanen Glowstone-Preisen. Mal hier hoch. Symmetrie sieht anders aus. Aber daran kann ich momentan auch nichts ändern. Ist ja furchtbar. Naja, hier wird schon nichts spawnen, oder? Ich müsste den Raum tatsächlich noch in diese Richtung um eins reinziehen. Wird aber nicht hinhauen. Naja gut, jetzt können wir wenigstens von uns behaupten, dass wir den Keller mal ein bisschen schön gemacht haben. Sieht auf jeden Fall mal 100-mal freundlicher aus als davor. Naja, etwas zu steril. Aber das bekommen wir auch noch hin. Jetzt wird es mal Zeit, wieder ein bisschen nach oben zu gehen. Ein bisschen frische Luft tanken. Nicht, dass wir hier noch als Kellerkind abgestempelt werden. Auch wenn überhaupt nichts dagegen spricht, ein Kellerkind zu sein. Jawohl. Tauschen wir hier noch ein paar
Blöcke aus. Blöcke sagt er schon. Ich meine natürlich den Inhalt von einem Ofen. Damit wir später wieder jede Menge Cleanstone haben. Und ein ganzes Deck Eisen. Nice. Brauche ich eine neue Hose? Noch nicht. Die hält noch ein bisschen. Ein halber Stack Gold. Ist auch nicht verkehrt. Ich habe keine Kohle mehr. Sagte er und holte einfach neue. Und noch ein Stack Koppel, wenn ich bitten darf. Ja, übertreib doch immer. 8 Stück reichen doch vollkommen. So, Eisen lassen wir mal hier. Gold lassen wir hier. Den Gravel lasse ich definitiv hier. Den brauche ich ja aktuell nicht. Sonst kann man ja eigentlich alles mit raufnehmen. Und sag mir bloß nicht, dass es jetzt wieder dunkel ist. Ich würde schon gerne noch ein paar Schafe jagen gehen. Und die Bambusfarm werde ich auch bald verlegen müssen. Es geht ja mal gar nicht, dass die mir hier einfach so im Weg rumsteht. Seht ihr hier irgendwo ein paar Schafe oder so? Gut, dann kommt hier ein bisschen Erde weg. Denn aus zwei verschiedenen Gründen. Erstens brauchen wir eine ganze Menge Erde, da wir da drüben jede Menge Dreck hinbasteln wollen. Und zweitens sieht der Eingang hier dann auch ein bisschen freundlicher aus. Jetzt noch schnell mal die ganze Schaufel hier wegarbeiten. Ich glaube, das lohnt sich gar nicht. Vielleicht spawnen ja zwischendurch ein paar Schafe, aber ich glaube nicht, dass ich hier irgendwie Glück habe. Komisch. Und wenn ich so mal auf die Uhr gucke, denke ich mir langsam, es wird ein bisschen Zeit, mal wieder ins Gras zu beißen. Denn wir leben ja momentan schon ganz schön hart am Limit. Und hier wollte ich nicht runterfallen. Oh, ich habe hier noch eine Schaufel. Ist ja nett. Ne, ich habe noch keine 2 Stacks Erde. Es ist momentan erschreckend ruhig, würde ich behaupten. Da lässt sich die Playlist mal wieder ein bisschen Zeit, oder? Das Lied ist einfach so ruhig, beziehungsweise so leise, dass ich es selbst nicht wahrnehme. Ja, egal. Naja, nicht die ganze Zeit. Moment. So, gut. Na, jetzt singt uns wenigstens die Kuh was vor. So. Und dann zimmern wir hier noch ein bisschen was weg. Ja, Erde klatschen ist ein bisschen lame, aber es gehört halt dazu. Vor allem, wenn man ohne Vault Edit und so ein Zeug arbeitet. Und ich würde fast schon sagen, ich mache die Sounds ein bisschen leiser. Naja, sind immer noch ungefähr gleich laut. Und wieso? Ja, okay, der Track ist ein
bisschen leise. Hab jetzt ein bisschen lauter gemacht. Und ich höre ihn trotzdem noch nicht so gut. Na egal. Dann dominiert halt eben die Schaufel von der Lautstärke her. Kann man halt nichts ändern dran. Juhu. Da wir schon mal die ganze Erde beisammen haben, würde ich mal sagen, verarbeiten wir die auch direkt. Dann haben wir auch wieder eine weitere Stufe hier erreicht. Ob sich das dann auszahlt oder nicht, das bleibt dann jedem selbst überlassen. Gleich kann ich mir vorstellen, einige von euch mögen hier die Wüste oder so. Aber die passt mir momentan gar nicht ins Konzept. Es wird schon wieder dunkel, bevor ich überhaupt ein Stack Erde verbraten habe. Ernsthaft? Naja, wenigstens geht das Erdeverbraten ja relativ schnell. So, und hier dann noch. Ich hoffe, das geht so. Das müsste eigentlich so funktionieren. Und dann gehen wir gleich wieder rein, bevor uns hier irgendwie ein brachial brutaler Zombie anfällt. Wobei, Zombies sind ja noch harmlos. Mach mir mehr Sorgen um Creeper oder Skelette. Wenn die dich erstmal ins Fadenkreuz genommen haben, dann gibt es da gar kein Entkommen mehr. Vielleicht sollte ich die Erde auch hier ein bisschen abflachen. Wer weiß das schon? Ich nicht. Ich glaube, es wird schon langsam so dunkel, dass ihr gar nichts mehr seht, oder? Moment. Zack. Und zack. Hier auch nochmal zack. Nee, so nicht. So. Naja, so kann man auch nachts arbeiten. Klar, ich könnte jetzt auf Peaceful schalten, bis ich die ganze Erde hier verbraten habe. Aber darauf habe ich auch keine große Lust. Oh ja, und jetzt ist die Musik da und sie ist angenehm laut, würde ich behaupten. Ich glaube, um den letzten Stack Erde kümmere ich mich ein andermal. Klar, eigentlich hätte ich mir das jetzt hier sparen können, wegen dem Anbau, der hier noch hinkommt. Aber wann der hier hinkommt, das ist die andere Frage. Ja, wenigstens haben die Kühe da hinten Spaß. Ab nach Hause. Bevor da noch irgendwie ein Unglück geschieht. Naja gut, in dieser Folge haben wir doch eine Kleinigkeit erreicht. Zwar nicht viel, aber ja, immerhin etwas. Wir haben ein bisschen Erde verlegt, den Keller ausgebaut. Schade, dass wir keine Schafe gefunden haben. Ich möchte doch endlich mal gerne diesen Teppich hier verlegt haben. Und solange man sich wohl keine Schafe domestizieren kann, werde ich höchstwahrscheinlich auch keine weiteren Räume mit Wolle auskleiden. Und da fällt mir gerade auf, das ist noch die Original Painterly Pack Textur. Ja, da habe ich meine eigenen nicht reingehauen. Diese Nähte hier, die mag ich ja überhaupt nicht. Die sehen irgendwie komisch aus. Ne? Sind wir uns doch alle einig. Oder habt ihr eine andere Meinung zu den Nähten hier? Mir persönlich gefallen die nicht. Naja, wie dem auch sei, meine Freunde. Ich würde mal sagen, das war's jetzt von dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.